aber langsam, langsam. Ein gutes Zeichen ist, wenn ihr raus aus dem Perfektionismus kommt und das Lächeln entsteht. Und also das könnt ihr als Ziel nehmen, so wie die Brahmaviharas. Also wenn ihr richtig loslegen wollt, was erreichen wollt, Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut. Die Dinger endlos. Da könnt ihr loslegen und durchstarten bis zum geht nicht mehr. Diese Sachen, das führt zu, oh, ich muss das gönnen, ich bin besser als alle, guck, wie toll ich bin. Nein, uninteressant. Das führt eben nicht zur Entspannung. Das führt zu Ego-Blähungen oder sowas.